Okay, Abonnent. Ich habe mich mal wieder als potenzielles Opfer ausgegeben und dieses Mal gleich 3 Scammer-Hops genommen. Und um das Ganze noch interessanter zu gestalten, erhalte ich für jeden Scammer, den ich zu Weißblut treibe, der mich beleidigt oder blockiert, einen Punkt. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, denn ich habe nicht nur eine neue Scam-Plattform aufgedeckt, sondern am Ende sogar einen Anruf aus Nigeria bekommen. Scammer Nummer 1, der Schamane. Los geht's mit einem Betrüger namens Oba. Der Begriff wird häufig in Westafrika genutzt und bedeutet dabei so viel wie Herrscher. Wie viel Einfluss der gute Oba wirklich hat, wollte ich gleich mal mit einer schier unmöglichen Aufgabe testen. Laut seines Profils garantiert er nämlich zu 100% Ergebnisse in Sachen Wiedervereinigung mit einem Ex-Partner, Kräuterheilung von Krankheiten und anderen spirituellen Bedürfnissen. Hallo Opa, ich möchte gerne weitere Informationen über Ihre Dienstleistung erhalten. Ich habe einen durchaus komplexen und mysteriösen Fall, den ich gerne klären lassen möchte. Lassen Sie mich hören, was es ist. Wenn ich Lösungen habe, werde ich auf jeden Fall rendern. Rendern? Rendern ist die Verarbeitung von Bild-, Audio- und Videodateien in ein bestimmtes Format. Muss man wissen. Ich brauche Hilfe bei einem scheinbar unlösbaren Fall. Ich habe vor einiger Zeit den Vergnügungspark Tropical Island mit einer Gruppe von Freunden besucht. Nachdem wir zu guter Letzt die Achterbahn gefahren sind, kam es zu einem schrecklichen Unfall, bei dem mein guter Freund Kishida verstarb. Besser gesagt, er wurde geköpft. Die Polizei stuft das als einen Unfall ein, doch ich bin mir sicher, dass es Mord war. Können Sie mit Geistern oder Seelen kommunizieren, um den wahren Tathergang festzustellen? Ja, das kann ich. Aber es ist sehr schwierig und teuer, Artikel für diesen Job zu bekommen. Ich sehe, das bedeutet Ihnen viel und ich helfe Ihnen gerne. Der Fall wäre tatsächlich ziemlich einfach aufzuklären. Dazu muss man nämlich nur den Plot der ersten Episode aus Detektiv Conan googeln. Okay, ich verstehe. Wie genau wirst du vorgehen, um den Fall zu lösen und was wird es mich kosten? Ich brauche Ihren Namen und den, mit dem Sie kommunizieren möchten. Es kostet 516 Euro. 516 Euro? Auf jeden Fall eine interessante Zahl. Wahrscheinlich 500 Euro für das Kommunizieren mit Seelen und 16 Euro Buchhaltungskosten. Könnten wir uns auf glatte 500 einigen? Wie schnell muss es fertig sein? Es hat Zeit. Kishida ist ja schon tot, lol, der läuft ja nicht mehr weg. Und ich weiß, wir leben in wilden Zeiten, in denen manch einer von seinem Sternzeichen abhängig macht, welche Pizza er sich auf Lieferando bestellt. Insofern ist jemand, der irgendeinem Typen in über 6000 Kilometer Entfernung 500 Euro zahlt, damit der einen Zauberspruch aufsagt und du deine Ex zurückbekommst, ist schon irgendwie selbst daran schuld. Aber weil der Kerl hier mit einer 100% Garantie und Heilung gegen die schlimmsten Krankheiten wie Krebs oder das Gutfinden der neuen Resident Evil Netflix Serie wirbt, hat er meiner Meinung nach definitiv seinen Spot in dieser Reihe hier verdient. Okay, PayPal? Spätestens seit meinem letzten Video über Scammer dürftet ihr ja wissen, dass es nur ein seriöses Zahlungsmittel für mich gibt. Kann ich mit Geschenkkarten bezahlen? Okay, kein Problem. Wenn du es hast, lass es mich wissen. Okay, ich habe jetzt einen Steam-Account gemacht und alle Steam-Giftkarten darauf eingelöst. Wie kann ich das Geld nun verschicken? Hatte ich natürlich nicht. Ich habe einfach nur mal wieder das gute alte Photoshop angeschmissen. Kannst du jetzt per PayPal versenden? Hä? Du verstehst mich nicht. Ich habe für 500 Euro Steam-Karten gekauft und sie auf meinem Account eingelöst. Jetzt musst du mir nur sagen, wie ich es dir von Steam aus schicken kann. Ich habe kein Steam-Konto. Sie müssen eine Steam-Karte im Wert von 500 Euro kaufen und mir den Code senden. Ich habe bereits 500 Euro eingezahlt. Ich kaufe doch nicht noch einmal für 500 Euro Steam-Karten. Wie kann es übertragen werden? Das weiß ich nicht, aber ich kann dir ja den Account überlassen und dann kannst du dir richtig nice Spiele kaufen. Für 500 Euro kannst du dir fast 10 AAA-Titel gönnen oder deinen Vorrat mit super leckeren Holy Energy Drinks und Eistees aufstocken. Holy ist nämlich die gesündere und pulverbasierte Alternative zu herkömmlichen Softdrinks. Egal, ob du einen Energy Boost brauchst oder einen schön gekühlten Eistee ohne Koffein. Ich trinke Holy privat wirklich gerne, deswegen freut es mich natürlich, dass es auch bei euch gut ankommt. Im letzten Video wurde ich dennoch für die Aussprache meiner Lieblingssorte gemobbt. Sag nochmal Acai. Acai. Ich weigere mich auf jeden Fall dagegen, aber kann euch trotzdem meinen Favorite, nämlich den Acai Hibiskus Eistee oder auch den Lions Lemonade Energy Drink, bärtig empfehlen. Auch über euren Wohlstandsbauch braucht ihr euch dabei keine Gedanken mehr machen, denn Holy hat auf 500 ml nur knapp 20 Kalorien. Und für eine Portion zahlt man gerade einmal 80 Cent, was im direkten Vergleich mit herkömmlichen Softdrinks aus dem Laden auf jeden Fall um einiges preiswerter, aber auch gesünder ist. Mit meinem Code SKIES erhaltet ihr nochmal satte 10% Rabatt auf jede eurer Bestellungen. Auch auf die aktuelle Grape-Kampagne mit neuen Sorten, leckeren Angeboten und Bundles.
Und wer noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, aber Holy auch gerne mal testen möchte, der bestellt am besten das gemischte Probierpaket und spart mit meinem Code SKIES5 dabei gleich nochmal 5 Euro. Von diesem Angebot muss auch der Scammer völlig überwältigt gewesen sein, denn eine Antwort habe ich im Anschluss nie bekommen. In dieser Fall bleibt zwar ungelöst, zählt aber dennoch als Punkt für mich. Scammer Nummer 2, das heiße Support-Team. Jetzt begeben wir uns in ein tiefes Rabbit Hole. Zunächst erhielt ich folgende Business-Anfrage per E-Mail. Liebes YouTube, weil wir Ihren Kanal sehen und die Videos, die Sie aufnehmen, wirklich beruhigend sind, haben wir viele Werbeaktionen für Sie. Die Plattform ist eine Tochtergesellschaft von Binance und Ihr Kanal ist perfekt, um diese App zu bewerben. Mit deinem Kanal verdienst du mindestens 4 Lk pro Woche. 4 Lk pro Woche? Junge, Junge. Jetzt habt ihr aber meine Aufmerksamkeit. Obwohl mich laut Absender eine gewisse Barbara Wang kontaktierte, sollte ich einen Celestin auf Telegram für diese absolut seriöse Geschäftsabwicklung kontaktieren. Doch mein Ziel war natürlich, das genaue Gegenteil zu tun und ihn deshalb erstmal so lange wie möglich per E-Mail zu nerven. Hallo, Abonnent, kannst du mir etwas mehr über deine App erzählen? Leider habe ich nur ein altes Nokia 3210 und bekomme darauf WhatsApp oder Telegram nicht zum Laufen. Generell wohne ich in einer sehr abgelegenen Region. Bei uns gibt es sogar noch Brieftauben. Viele Grüße, dein Skeezy. We can add a contact first. Jetzt geht's aber zu weit. Gleich die komplette Sprache wechseln oder was? Und was sollen diese chinesischen Schriftzeichen auf einmal? Celestine, was ist denn nun passiert? Amtssprache ist Deutsch. Viele Grüße, dein Kaiser. Sir, wir können zuerst Kontakte hinzufügen. Ich bin ein wenig schüchtern. Wieso können wir denn nicht einfach per Mail kommunizieren? E-Mail ist unbequem. Ich verstehe. Dann werde ich versuchen, mir ein Zweithandy mit Telegram zu besorgen. Ich melde mich bald. In Liebe, dein Gronkh. Ich verstehe dich nicht ganz. Ich fühle mich oft missverstanden. Aber dass gerade du mich einfach nicht verstehen möchtest, verletzt mich. Ich werde versuchen, mir Telegram zu installieren. Ist es nicht das, was du willst? In größter Demut, dein Christian Solmecke. Was? Celestine, nimmst du das, was ich dir sage, überhaupt ernst? Nachdem wir nun seit fast 6 Stunden per E-Mail hin und her geschrieben hatten, habe ich mal wieder einen IP-Logger genutzt und wollte so herausfinden, woher der Scammer stammt. Doch nachdem ich ihm diesen durchaus vertrauenswürdigen Link zukommen lassen habe, erhielt ich auf keine meiner Nachrichten noch eine Antwort und draufgeklickt hat er leider auch nicht. Definitiv ein weiterer Punkt für mich, doch noch lange nicht das Ende dieser Reise. Schließlich hatte ich ja noch seinen Telegram-Account. Hallo Celestine, hier ist der einzig wahre. Ich schalte ganz kurz mal den Insi-Modus aus und sneake mir das Sponsor. Money, wenn du verstehst. Also, wie läuft das nun ab? Nachdem Celestine zunächst nochmal einen Link zu meinem Kanal haben wollte und fragte, ob ich eine Telegram-Gruppe besäße, näherten wir uns endlich dem Kern des Betrugs. Es handelte sich hierbei nämlich nicht um den direkten Versuch, mir mein Geld abzuzocken oder mich zu imitieren, sondern mich für den Betrug selbst an Bord zu holen. Ein Schneeballsystem. Celestine ließ mir nämlich den Link zur besagten Plattform zukommen, bei der es sich um eine Art Krypto-Glücksspiel handelte. Dabei kann man beispielsweise im Minutentakt auf den Kursverlauf vom Bitcoin wetten. Wem der Aufbau der Seite oder die großartige deutsche Übersetzung noch nicht Warnung genug ist, der sollte spätestens hellhörig werden, wenn er hört, dass diese Seite noch keine 3 Monate alt und damit noch frisch auf dem Scam-Markt ist. Der Trailer, untermalt mit feinster Stock-Footage, verspricht ein absolutes Expertenteam hinter der Plattform und die lernen wir auch schon sehr bald noch kennen. Celestine habe ich zunächst erzählt, ich hätte mich bereits angemeldet. Wie genau würde ich denn nun für das Promoten der Plattform bezahlt werden? Durch Einladungsprämien und Provisionsprämien. Der Link selbst ist nämlich schon ein sogenannter Rev-Link. Das bedeutet, dass derjenige, über dessen Link ich mich anmelden würde, immer eine Provision erhält, sobald ich Geld einzahle. Und wenn ich wiederum jemanden über meinen Link einladen würde, erhält auch Celestine wieder einen gewissen Prozentsatz von dessen Einzahlung. Diese Plattform sucht also gezielt nach YouTubern und Influencern aller Art, die dann ihre Zuschauer dazu bringen sollen, sich dort anzumelden und zu spielen. Und wenn man mal nach dem Namen der Seite sucht, scheint das sogar zu funktionieren. Vor allem in der Krypto- und Trading-Nische. You can decide to make thousands of dollars from that platform. Okay, also was muss ich jetzt tun? Sind Sie registriert, Herr? Ja, Herr. Ich hatte mich dort natürlich nicht angemeldet. Senden Sie mir Ihre registrierte E-Mail-Adresse. Kannst du mir nicht mal vernünftig antworten? Ich mache alles, was du verlangst, aber immer wenn ich etwas frage, willst du nur weitere private Daten von mir. Vielleicht erzählst du mir erstmal was über dich. Name, Alter, Lieblingseissorte. Hier müssen wir die registrierte E-Mail-Adresse verifizieren. Ich habe schnell gemerkt, dass Celestine einfach nur ein vorgegebenes Skript runterrattert, in der Hoffnung, dass ich mich dort anmelde und er seine Provision kassiert. Nachdem ich ein wenig Widerstand geleistet habe, erhielt ich nämlich keine Antwort mehr. Ein weiterer Punkt für mich, aber ich wollte den Leuten hier nochmal richtig ordentlich auf den Sack gehen. Ich fand heraus, dass die Plattform eine große Telegram-Gruppe hatte. Hier fand man relativ schnell Nutzer, die darüber berichteten, bereits hohe Verluste gemacht zu haben. Ich war mir ziemlich sicher, dass sich auch die Admins der Glücksspielbörse hier rumtreiben würden, also habe ich einfach so getan, als wäre ich daran interessiert, ebenfalls zu spielen, aber technische Probleme hätte. Schon kurz darauf kontaktierte mich Elizabeth aus dem Support-Team.
Spätestens jetzt war ich überzeugt, dass diese Börse super seriös und professionell ist, denn wirklich jeder aus dem Support-Team sah so aus. Richtig typische 90-60-90 Kryptonutzer halt. Genau so, wie man sie sich vorstellt. Was für ein Problem hast du denn? Wenn ich mich registrieren will, erhalte ich immer die Fehlermeldung E22. Das ist übrigens der Fehlercode, den du bei einer Siemens-Spülmaschine angezeigt bekommst, wenn es ein Problem mit dem Sieb gibt. Schieb mir einen Screenshot deiner Frage, damit ich nachvollziehen kann, wo das Problem liegt. Ich und 5 meiner Freunde können uns alle nicht anmelden. Wir erhalten immer den Fehlercode E22. Die gute Elizabeth hat daraufhin nicht mehr geantwortet, was ein weiterer Punkt für mich ist, doch parallel dazu wollte mir auch die gute Michelle, ebenfalls Mitglied des Support-Teams, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was kann ich für dich tun? Wenn ich mich registrieren will, erhalte ich nur die Fehlermeldung E22. Kannst du mir von dieser Frage einen Screenshot schicken? Nichts leichter als das. Ich meine in unserer Plattform. Der Fehler in unserer Plattform. Was ich brauche, ist ein Screenshot davon, wenn du versuchst, dich zu registrieren und die Fehlermeldung E22 erscheint. Das ist unser Chat. Das ist doch ein Screenshot. Ich verstehe das nicht. Das ist unser Chat, mein Lieber. Was ich brauche, ist die Fehlermeldung der Plattform. Ein Screenshot der Fehlermeldung, die das System dir gibt, sobald deine Registrierung fehlschlägt. Habe ich mich klar aus... Ja, die Fehlermeldung ist doch in meinem Screenshot zu sehen. Was willst du denn noch? Das ist unser Chat im Telegram. Jetzt hör mir mal zu, ich bin doch nicht bescheuert. Ich weiß, wie man sich registriert, aber euer System ist am Arsch. 5 meiner Freunde haben auf unterschiedlichen Geräten alle das gleiche Problem. Das liegt an eurer Plattform, nicht an uns. Ich weiß, mein Lieber, du bist schlau und arbeitest hart. Ich brauche einen Screenshot wie diesen mit der Fehlermeldung der Plattform, nicht aus unserem... Ich habe es doch schon um die 500 Mal geschickt. Kannst du einen Unterschied zwischen den beiden Bildern erkennen? Was du da schickst, ist aus unserem Chat. Verstehst du das? Machst du dich über mich lustig? Okay, kontaktiere bitte unseren Manager. Sie wird dein Problem lösen. Michelle hatte keinen Bock mehr. Ein weiterer Punkt für mich. Zeit für den Endboss. Ich war nun in der finalen Karen-Form angekommen und hatte den Manager an der Strippe. Dabei handelte es sich um Eileen, die zwar auf dem Foto eher in einer Art Friseurladen zu stehen schien als in einem Krypto-Office, aber hey, an diesem Punkt würde mich nichts mehr überraschen. Und ich ging sofort auf Angriff. Bist du der Manager oder was? Dein Support ist absolut nutzlos. Hallo, Sir. Warte, Sir. Was ist dein Problem? Was, Sir? Kannst du mir den genauen Fehlercode nennen? Sieh dir die Screenshots an. Kannst du nicht lesen? Was ist das für eine Plattform? Anhand dieser Screenshots kann ich nicht herausfinden, was das Problem ist. Ich und die Jungs wollen 50.000 hier auf den Kopf hauen, aber jetzt werden wir zu einer anderen Plattform wechseln. Was ist der exakte Fehlercode, der angezeigt wird, wenn du dich registrierst? Was genau ist das Problem? Wenn du das Problem nicht genau benennst, kann ich dir nicht helfen. Hi, Sir. Bitte beruhig dich. Ich kann so einfach nicht herausfinden, was genau dein Problem ist. Verstehst du Englisch? Verstehst du Englisch? Verstehst du Englisch? Verstehst du Englisch? Wir waren nun in einer Endlosschleife gefangen. Nachdem ich rund 50 Mal den Screenshot reingeschickt hatte und Eileen lediglich wiederholte, ob ich Englisch verstehen würde, ohne mich zu beleidigen oder blockieren, muss ich zugeben, dass diese Scammer einen weitaus besseren Kundensupport hatten als die meisten seriösen Plattformen. Deshalb und nur deshalb werde ich hier Eileen einen Punkt für ihr Durchhaltevermögen geben. An dieser Stelle entschied ich mich nicht weiterzumachen oder das Ganze irgendwie aufzulösen, sodass sie sich hoffentlich bis heute noch den Kopf darüber zerbrechen müssen, warum einige Nutzer beim Registrieren den Fehlercode E22 erhalten. Sollte sich jemand von Ihnen jedoch mal eine Siemens-Spülmaschine zulegen, fliege ich natürlich auf. Scammer Nummer 3. Die Kryptoberaterin. Scam Nummer 3 ist weitaus bekannter als die ersten beiden. Besonders unter irgendwelchen YouTube-Videos über Aktien oder Kryptos findet man immer wieder Kommentarketten von Bots, die sich gegenseitig Tipps zum Investieren geben und dann einem bestimmten Berater empfehlen, den man doch auf Telegram kontaktieren solle, um richtig fette Gewinne abzusahnen. Also habe ich einfach mal einen dieser durchaus seriösen Finanzberater namens Charlotte kontaktiert. Hi, du wurdest von jemandem auf YouTube empfohlen. Ich möchte gerne traden und Geld verdienen. Haufenweise Geld. Kannst du mir dabei helfen? Ja, aber du wirst eine Menge Kapital benötigen. Von welcher Summe reden wir hier? Tausende. Sagen wir ab 10.000 aufwärts. Das klingt gut. Ich will so um die 50.000 investieren, aber es ist so schwierig, bei diesem Krypto-Zeug durchzublicken. Okay, das ist perfekt. Mit so einer Summe kannst du viel Geld verdienen. Weißt du, wie man Krypto kauft? Ja, ich habe einen Account. Soll ich all mein Geld jetzt einfach in Bitcoin investieren? Ja, das kannst du machen. Tätige den Kauf und schick mir dann einen Screenshot davon.
Vertrauen. An dieser Stelle habe ich dem Scammer einfach zwei Google-Bilder mit einigen saftigen Beträgen geschickt. Das sorgt meistens dafür, dass sie alle anderen Warnzeichen ignorieren und einfach nur den Scam ihres Lebens wittern. Okay, lass uns fortfahren. Willst du selbst einen Trading-Account eröffnen oder soll ich das für dich machen? Na, ich nutze einfach meinen Binance-Account. Also, was soll ich jetzt machen, um Geld zu verdienen? Ich trade nicht auf Binance, um Verluste zu vermeiden. Aber wieso solltest du Geld dabei verlieren? Das ist doch mein Account. Binance macht keine guten Angebote. Okay, also was ist der Plan? Um unendlich reich zu werden, sollte ich mir einen Account bei einer ganz bestimmten Trading-Plattform anlegen. Und zwar nur bei dieser ganz bestimmten Plattform. Das ist im Prinzip auch schon der ganze Scam. Die Scammer haben natürlich internen Zugriff darauf und sobald ich mein Geld dorthin schicken oder zwischenlagern würde, würden sie das Konto ganz einfach plündern und sich alles auf ihr eigenes Wallet überweisen. Und so bat ich doch meine neue Kryptoberaterin ganz salopp darum, mir dort einen Account anzulegen und sich für mich darum zu kümmern. Schließlich ging es ja immer noch darum, so viel Zeit des Scammers wie möglich zu verschwenden. Nachdem ich ihr einige Fake-Daten geschickt hatte, erhielt ich meine Account-Daten. Nun sollte ich also auf diese unbekannte Plattform und einen Account, den mir eine wildfremde Person über Telegram eingerichtet hatte, rund 60.000 Euro in Bitcoin einzahlen. Und das würde ich natürlich tun. Also melde ich mich an und... Oh nein, das Passwort funktionierte nicht. Also nicht, dass ich es überhaupt versucht hätte, aber das musste Charlotte ja nicht erfahren. Ich bekomme die Meldung, falsches Passwort. User 1111 mit kleinen Buchstaben. Ich kann mich nicht anmelden. Falsches Passwort. Ich habe mich gerade angemeldet und es funktioniert. Nein, ich erhalte die Meldung, falsches Passwort. Hast du Kleinbuchstaben benutzt? Ja, ich nutze das Passwort, das du mir geschickt hast. Ich bin mir nicht sicher. Es wird zusammengeschrieben. User 1111. Kopier das Passwort einfach. Es funktioniert nicht. Ich verstehe das nicht. Es sollte funktionieren. Ich kann dir auch einfach die Adresse des Bitcoin-Wallets schicken, sodass du das Geld einzahlen kannst. Ah, ja, natürlich. Wie bin ich da nicht drauf gekommen? Meine 60.000 einfach an das Wallet eines Accounts zu schicken, auf den ich nicht mal Zugriff habe, dafür aber eine fremde Person aus Telegram. Großartige Idee. Ja. Lass uns das so machen. Charlotte schickte mir darauf die Adresse des Wallets, während ich in der Zwischenzeit eine Transaktion mit eben dieser Wallet-Adresse photoshoppte. Ich wartete rund eine Stunde, bevor ich zum nächsten Schritt überging und mich auf die Suche nach meinem nun verlorenen Geld machte. Ist es jetzt auf meinem Account? Noch nicht. Ich sehe nichts. Chat nochmal, ob es durchgegangen ist. Ist das dein Ernst? Das sind Bitcoin im Wert von 50.000. Es sollte auf meinem Account sein. Es sind tatsächlich 60.000, Oga. Lernen mit Skizi. Oga ist eine Anrede in Nigeria, die in etwa Boss oder Chef bedeutet. Oh mein Gott. Wo ist mein Geld? Wary. Lernen mit Skizi. Wary wiederum ist ein Ausdruck in Nigeria für jemanden, der sich völlig verrückt und irrational verhält. Über so viel Leichtsinn war wohl sogar der Scammer schockiert. Es ist nicht auf meinem alten, aber auch nicht auf meinem neuen Account. Kannst du mir bitte helfen? Lass uns einen Videocall machen. Jetzt muss ich zugeben, ich war wirklich überrascht und unvorbereitet. Es war gerade mal 9 Uhr morgens am 1. Mai und ich war erst kurz zuvor aufgestanden. Ich musste mir schnell etwas einfallen lassen, um ihn zu trollen. Mir war nämlich klar, dass er sich sicher nicht zeigen oder reden würde. Schließlich war laut seines Profils eine Frau namens Charlotte zu 99,9%, handelte es sich aber natürlich um einen Kerl. Meine beste Option war also Kogu, der nun für mich den Videoanruf führen würde. Was ich jedoch leider nicht wusste, meine App für die Bildschirmaufnahme zeichnet bei Anrufen und Videocalls keinen Ton auf, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen. Während ich also hier mal originalgetreu nachgestellt wissen wollte, wo mein Geld ist... Hey Charlotte, where is my money? Where's my fucking money, Charlotte? Hielt der Scammer seine Kamera zu und alles, was zu hören war, war eine unfassbar laute Verkehrsstraße und dann ein leises You pussy. Bevor er den Anruf beendete. Clown. Er sucht dir einen richtigen Job, where they? Pussy. Hey Charlotte, das ist aber nicht sehr ladylike. Nachdem der Scammer nun seine Maske fallen ließ, wollte ich versuchen, eine normale Konversation mit ihm zu führen und wissen, warum er Leute scammt. Doch da war ich bereits geblockt. Schade, aber definitiv ein weiterer finaler Punkt für mich. Übrigens hat sich auch die Bank, über die die Scammer aus dem letzten Video agierten, fast 2 Monate später bei mir gemeldet. Das scheint also definitiv ein Nebengewerbe der Deutschen Bahn zu sein. Ob das Problem denn immer noch relevant wäre, wollte man wissen. Jetzt habe man zumindest alle Daten angeblich an das entsprechende Sicherheitsteam weitergeleitet. Ob da wohl jemals etwas passieren wird? Ich glaube nicht. Und lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ich noch weitere solcher Scams aufdecken und solchen Betrügern auf den Sack gehen soll. Okay, Abonnent? This love's gonna
We'll be right back.